Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu Resident Evil. Die, die das Ganze aktuell verfolgen. Erstmal, natürlich ist bei mir der wunderbar gut aussehende Bad. Hallo. Schaut ihn euch an. Sieht er nicht gut aus? Ja, aber die, die das Ganze aktuell hier verfolgen, die haben mitbekommen, dass in den letzten 2 Wochen keine Folgen erschienen sind. Das liegt schlichtweg daran, dass wir absolut keine Zeit hatten, das irgendwie noch aufzunehmen. Und ja, der Wille war da, aber der Tagesablauf erbarmungslos. Was sollte das? Ich versuche hier seriös zu wirken und du springst mir vor die Füße. Entschuldigung. Wollte einfach mal gucken. Entschuldige, ich wollte einfach mal gucken. So, aber da wir jetzt ja wieder da sind, kann's weitergehen. Wir müssen zu Simmons. Während die anderen hoffentlich Ada killen. So, und ich glaube, wir müssen hier irgendwo runter. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich muss erstmal wieder in das Spiel reinkommen. Ja, ich glaube ich auch. Wenn Cherrys Infos stimmen, sollte Simmons direkt voraus sein. Passen Sie auf. Hannigan Ende. Wir passen auf. Ja, erstmal wieder in das Spiel reinkommen, aber das passt schon. Unser Ziel ist Simmons. Er war's schon immer. Bereuen Sie, dass Sie ihr nicht gefolgt sind? Um Ada kümmern wir uns später. Ja, wie du dich wohl um sie kümmerst. Wie es sich gehört. Holen wir uns den Schweinehund. Ich kann mir vorstellen, wie das aussieht. So, wie du dich für sie eingesetzt hast. Weißt du, sie will dich erschießen und du... Nein! Ich bin halt ein sehr... Ja. Ein sehr pragmatischer Mensch, ja? Ja. Oh, das kommt aber unerwartet. Lügner. Nein! Halt! Ah, Agent Birkin. Perfektes Timing. Seien Sie so nett und nehmen Sie die beiden fest, hör? Sie sagen, Sie stecken hinter dem Terrorangriff. Stimmt das? Was? Laufen die herum und reiben es jedem unter die Nase, der zuhört? Antworten Sie! Ja. Es dient dem Schutz der Vereinigten Staaten und der globalen Sicherheit. Wie soll die Ermordung des Präsidenten gut für das Land sein? Der Präsident ist tot? Tja, dafür können wir uns bei Leon bedanken. Fahren Sie zur Hölle, Simmons! Beseitigt sie. Nein! Für schlechte Schützen. Die beiden da können wir noch gebrauchen. Das fällt ihnen aber früh ein, ne? Okay. Jo. Wie geht's jetzt weiter, du Held? Werden sie es bis zu dir schaffen? Warum machen wir sie nicht kalt? Weil sie sich um Sherry kümmern müssen. Können wir das beenden? Ich habe Wichtigeres zu Und tun. Und was werden sie beide jetzt tun? Wir erledigen Simmons. Hier sind Informationen drauf, wie man den Ziel. Ich dachte eben gerade, die hält einen Kaugummi hin. Danke. Ich sage FOS Bescheid, dass sie Geleitschutz brauchen. Bewegung! Warnen Sie die Männer draußen. Haben sie aber tief in die Actionkiste gegriffen, wa? Ja, aber hallo. Ich muss sagen, die Blonde, die hier jetzt ab und zu mal auftaucht, die ist ja eigentlich auch ganz niedlich, ne? Ja. Kommen Sie zurück! Quasi putzig. Er darf nicht entkommen! Ich bin ja schon unterwegs. Ich hab irgendwie so einen kleinen Linksdrall. Was, ein Linksdrall? Ja, ich habe einen kleinen Linksdrall. Ich laufe immer ein Stück nach links.
Mag vielleicht an der versetzten Kamera liegen. Ja, das mag sein. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass ich das vorher auch hatte. Wir kriegen sie, Simmons. Oh, Munition. Oh, falscher Knopf. Es wird Zeit, dass sie für ihre Taten büßen. Oh, die kann ich auch gebrauchen. Davon hatte ich gar nichts mehr. Rotes Kraut habe ich noch. Du hast aber auch Zeit beim Türöffnen, ne? Irre, ne? Wirklich. Ja, klar. Ja, und wieder muss ich... Achso, ich wollte gerade sagen, wieder mal muss ich auf den Zug rumklettern, aber... Ich gebe Ihnen nur das, was Sie mir gegeben haben, Simmons. Zuerst haben Sie Angst. Aber keine Sorge. Sie werden nur zu dem Monster, das Sie immer waren. Sie und alle anderen auf dem Planeten. Geben Sie auf, Simmons! Das Spiel ist aus. Sie verfolgen mich, während diese Frau frei herumläuft. Welche Frau? Das war doch die Stimme von der, die uns immer alles sagt. Ach so. Glaube ja. Wer weiß, was sie noch vorhat. Ein anderes Team sucht sie. Sie aber, Simmons. Sie gehören uns. Rache nehmen für den Präsidenten. Ist es das, was sie wollen? Sie Narren. Hätte er die Wahrheit über Raccoon City veröffentlicht, wären die USA weltweit isoliert und die globale Ordnung zusammengebrochen. Ein Desaster verhindern, indem sie ein anderes verursachen? Egal wie viele dabei sterben? Jemand musste ihn stoppen! Er hätte mein Land und die Welt ins Chaos. Jetzt müsste so ein Schild kommen, Tong. Dieses Weib. Wie kann sie mir das antun? Er ist ja Feuer und Flamme. Ja, ganz schön heißer Kerl. Wir hätten ihn gleich erschießen sollen. Das ist nur auf den Kopf. Du Bastard! Hupala. Oh. Achso, ich sollte auch ordentlich zielen. Ups, nachher. Hängen wir ihn ab, solange wir noch können. Verdammt sein, alle beide. Ich erledige sie mit bloßen Händen. Oh, ich muss nachladen. Ja, und... Nein, ich muss auch schon wieder nachladen. Wo ist verdammt nochmal hier meine Shotgun? Oh. Hänge fest. Kann mich nur bewegen. Oh. Ich glaube, wir müssen laufen. Ich komme hier irgendwie, ich glaube auch. Oh, ich häng auch fest. Schade, hier liegt noch ganz viel Munition. Verschlossen. Ist nicht gut. Weil da vorne liegt noch Munition. Wo ist er denn jetzt? Er ist zu schnell. Da hinten. Von zwei Seiten angreifen. Na toll, das sagt sie jetzt. Und du stehst bei mir in der Schusslinie. Einer von uns muss an ihm vorbei. Ich glaube, das liegt an den Kurven, die der Zug macht, dass man hier ständig. Mhm. Ich. Okay, warte, ich laufe. Ich wollte gerade sagen, okay, ich laufe an dem vorbei. Oh. Shit. Okay, ich laufe rüber. Jo. Leon, helfen Sie mir! Ich glaube, ich komme da rauf. Ach so, na toll. Ich glaube wieder, huch, ich komme da rauf. Immer ich. Leon, na los! Ja. Ich wollte gerade eine Brandgranate werfen. Ist er tot? Elena, ist alles okay? Ich weiß ja nicht. Oh, schieß ihn in den Kopf. Ja.
wechsel mal die Bahn. Das muss Einbildung sein. Leon, weg hier! Er will zu ihm! Merke ich. Ich lenke ihn ab. Oh, lauf doch. Leon, hier rüber! Wieso sagt sie eigentlich immer Leon? Mit wem soll ich denn sonst reden? Leon, schnell! Ich wollte gerade die Munition nehmen. Jetzt kann er auch noch schießen. Scheiße. Was denn? Ist er da? Oh, er schießt, glaube ich. Oh, Munition. Scharfschützen. Wollte gerade schießen. Gerade schweißnasse Hände. Du auch? Ups. Wow. Das andere Gewehr. What a shot! Oh, schieß ihn in den Kopf. Bitte. Ja. Dass der nicht mehr ganz rund läuft, wissen wir doch. Wie, der läuft nicht mehr ganz rund? Der, guck ihn dir doch mal an. Nein, wir lassen ihn erstmal aufstehen, er holt sich wieder. Wissen wir nicht. Was passiert, wenn ich... Die Welt wird Stabilität zurückerlangen. Und wie unbeeindruckt ich da stehen bleibe. Action, Action. Ich muss auch sagen, das gefällt mir gerade sehr, sehr gut. Erstmal die Hände wieder ein bisschen trocken machen. Gute Idee. Echo Team an HQ, bitte komm. Zack und trocken. Wir bringen Hitachi in Sicherheit. Ist es vorbei? Keine Ahnung. Glaube nicht. Wir haben getan, was wir konnten. Gehen wir. Müsste mich mal irgendwie heilen, hey, eigentlich. Wie? Ordnen Sie sich ein. Also ich bin nicht ganz trocken. Ich habe so einen leichten, sexy, feuchten Film auf den Arm. Von vorne auch? Ja, von vorne auch. Ich bin knochentrocken. Wir können auch nicht rennen, wir sind leicht lädiert. Ach, hier seid ihr alle. Wir retten die Welt und ihr... Ja.
fehlt nur noch Ada. Die müssen wir ja wohl auch noch finden. Ist es vorbei? Ja. Es ist vorbei. Leon, wir haben ein Problem. Sherry und ihr Begleiter wurden entführt. Unser Satellit ortet sie bei einem Unterwasserölfeld, etwa 80 Meilen von ihnen. Entführt? Warum? Die Daten, die sie uns gegeben hat. Moment mal. Moment mal, der Schlüssel, um den C-Virus zu stoppen, es ist... Jake. Hannigan, können Sie prüfen, ob sich BSAA-Einheiten in der Nähe des Ölfelds befinden? Einen Augenblick. Was ist das? Okay, ich habe einen Chris Redfield dran. Ich stelle sie zum Flugzeug durch. Chris Redfield? Leon! Leon, wo bist du? Chris, wir sind direkt bei Tachi. Warum? Verschwindet von dort! Oops.